Alter! Junge, was? Oh, Digga! Ich fall vom Glauben ab. Das ist doch krank. Also, das ist ja legit einfach nur krank. Wir spielen eine Runde. Mama, Mama, was spielen wir? Minecraft! Wir spielen eine Runde Minecraft, Leute. Let's go und herzlich willkommen zu Minecraft, meine Freunde. Und hier sehen wir schon einiges an Neuerungen. Und zwar haben wir hier unter anderem schon mehrere Mauerelemente vom guten Castcrafter tatsächlich, die hier im inneren Mauerring gebaut worden sind. Dann haben wir hier vorne, meine Freunde, auch noch in meinen Augen ziemlich geil. Hier ist ein Schmied zum Beispiel, den Spark of Phoenix gebaut hat. Das ist unglaublich krass. Der Joecraft hat scheinbar sich schon an das Tor ran gemacht. Ziemlich wild. Und hier schon unglaublich krasse Dinge gebaut. Okay, Leute, ich bin ein bisschen overwhelmed. Wir gehen erstmal rein, Digga. Also das ist ja jetzt... Servus, meine lieben Freunde. Was geht? Herzlich willkommen und ganz, ganz frohe Weihnachten an dieser Stelle. Nee, Spark! Wie geil! Eine richtig geile Ritterburgstadt. Also Mittel. Genau. Ich glaube, ich habe das meiste gemacht, dass hier vorne ist ein Stall von Klim allerdings. Mhm. So wie angefangen. Also Klim hat diesen Stall hier gemacht. Sehr geil. Also die Stadt soll so ein bisschen belebt sein. Hier ist so ein kleines Kind, was auch langläuft. Ist das so, wie du es dir vorgestellt hast ungefähr? Voll geil, voll geil. Voll nice. Voll geil, wirklich. Ich finde es sehr schön. Beim Schmied, der freut sich halt extremst, dass er seine Waren anbieten kann. Steht jetzt hier und kaufe, der schreit halt jetzt so raus, marktschreimäßig. Ah, ich dachte, der ist am T-Posen, damit der Dominanz zeigen kann. Der Ofen hier von ihm ist auch tatsächlich heiß, merke ich gerade, ja. Cool. Was für dich? Ja. Für die Burg? Digga, also das ist jetzt, ich hab's gerade schon gesehen, Joecraft, ey. Kannst du mal eine Aktion zeigen? Boah, wie sick sieht das Tor aus? Das ist ja ultra strong. Das wird auch mal ein bisschen krasser designt. Ja, pass mal auf, das kann sich auch richtig öffnen. Soll ich mal draufdrücken? Okay, gut. Ich drück mal drauf. Alter! Junge, was? Oh, Digga! Ich fall vom Glauben ab. Darf ich nochmal drücken, dann geht's zu, ne? Ja, drück. Du kannst wieder zumachen, genau. Wieso höre ich keine Blöcke? Ich will das Pistengeräusch hören. Mach mal. Achtung, 3, 2, 1, go. Boah, ist das sick, Mann. Und dann geht's rein, oder wie? Digga, das ist nett. Einfach nur insane. Ja, warte mal, Revi, es gibt noch eine Steigerung dessen. Das wollte ich dir nämlich eigentlich gezeigt haben, bevor ich das jetzt baue. Ich versuche mal ganz kurz hier im Discord Minecraft zu übertragen. Kannst du das sehen? Ich schau mal wieder rein, mein Guter. Okay, ich habe mich nochmal hingesetzt und habe ein zweites Tor entwickelt für diesen weißeren inneren Teil. Ein bisschen interessanter von der Technik. Es war nicht so riesig groß, aber hier passiert Folgendes. Es wird ein Gatter runtergelassen. Dann klappt dahinter noch eine Mauer zu und das Ding ist so eine Art OP-Tor, was auch von der anderen Seite ziemlich geil aussieht. Und dann kann das Ganze auch hochklappen. Achtung. So ein bisschen so wie so ein Burgtor, was so eine richtige Festung ist. Alter. Das ist doch krank. Also es ist ja legit einfach nur krank. Es soll halt Patrick sicher sein, ne? Wie krass. Und das wird das zweite Tor, was gebaut wird. Sehr, 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 sehr wild. Sehr, 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 sehr wild, wirklich. Ja, Spark, Joe, ich bin begeistert, was soll ich sagen? Tja, ich habe zumindest auch an Heiligabend sogar hier weitergebaut. Echt jetzt? Ach, du Verrückter, Digga, warum das denn? Keine Ahnung. Ja, ich hatte irgendwie Zeit und hab gestreamt. Darf ich dir mal einen kleinen sinnvollen Tipp geben? Du weißt ja, das Alt-F4-Programm beendet. Das hast du wahrscheinlich schon mittlerweile kapiert. Das ist mir bewusst, ja. Hast du schon mal Steuerung Alt-F4 probiert? Achtung, was dann passiert. Nee, das mache ich nicht. Try it. Lohnt sich. Nee, dann ist mein PC oder sowas gesperrt. Nein, 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 nein. PC sperren ist Windows L. Steuerung Alt F. Gar nichts. Gar nichts? Nee. Cool, was? Digga, also, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, was ist mit Trimax Golem? Wurde der jetzt gesprengt? Mein Plan ist jetzt, dass man das hier so ein bisschen nach unten zieht, weißt du? Den Turm. Dass man hier schon mal so ein bisschen hier so und so, weißt du? Schön nach unten, dass das Ganze runter knabböllert, weißt du? Ah, chillig, aber wie Early Boy das Raumschiff verschoben hat. Es ist immer noch da, ne? Early hat sich ja nicht drum gekümmert. Ich habe mich drum gekümmert. Das Raumschiff existiert jetzt gerade zweimal. Du siehst da oben Structure-Blöcke. Und ich habe gesagt, ich lösche das alte Schiff erst, wenn Kev sagt, dass es richtig kopiert wurde und dass da nichts fehlt. Und der muss mir einfach nur sagen, jo, das neue ist perfekt, dann kann ich das alte wegmachen. Spielt Trimax denn noch? Also der Golem ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig, aber die warten halt immer auf Honig. Und G-Time, was mit dem? G ist, weiß ich nicht, der spielt gerade ein paar andere Sachen. Er war lange nicht mehr gesehen, oder? Dann kann ich ja bei ihm Kartoffeln klauen, wenn er noch aktiv spielt, oder? Danke. Revi, du hast gerade nur nach dem G-Time gefragt wegen Clown, ne? Ja. Ich glaube, bei Pogwarts ist er absolut raus. Seitdem wir sein Feld überbaut haben, glaube ich, ist Ende. Digga, ich verstehe das nicht. Immer dieser riesige Ego-Film von allen Leuten hier. Es ist doch ein gemeinsames Ding so. Wir haben es doch noch perfekt und nice integriert so, weißt du? 1, 2, 3, 4. Eindeutig. 4 und dann kommen da die Slabs drauf, ne? Nur, dass ihr das wisst, Leute, weil ihr eben gefragt hattet, Fabo. Was habe ich denn gefragt? 4 und dann kommen oben die Slabs drauf. Ich hab's dir gesagt.
So, und jetzt beteilige ich bitte beim Bau. Mir ist egal, ob du zwei Ich Minuten muss jetzt weg. Ja, ich muss im Among Us spielen, Alter. Wenn wir das größte Projekt der Minecraft-Geschichte haben, das ist wirklich... Was soll ich sagen, Ribi, was soll ich sagen? Digga, guck mal sogar, also ich habe Kinder, Andi hat Kinder. Du hast Kinder? Ach so, dein verlorener Sohn. Ja, der sitzt gerade in Butzbach, in Erwachsenenvollzug. Ich würde gerne, nach Pogwarts, würde ich gerne Butzbach nachbauen. Der Erwachsenenvollzug von Butzbach. Da müsste ich mal kurz mit Chill und Abdi reden, das weiß ich nicht, aber ich glaube, der ist nicht klein. Ich muss ganz kurz anmachen einmal das Lied. Ich will nur einmal hören, wie Chillo sagt, Butzbach. So geil. Butzbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. So geil, Alter. Gänsehaut. Wenn ich im Erwachsenenvollzug sitzen würde, würdest du mich besuchen? Kommt drauf an, wie weit weg du bist. Angenommen, ich wäre in Butzbach. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich weiß es auch nicht. Spark, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber ich habe mit Veto ein paar Überlegungen gemacht, ne? Veto hat sich ein paar Gedanken gemacht und ist zu einem Beschluss gekommen, Spark. Ich möchte mich also outen vor dir. Also, ja. Du spielst ja schon ein bisschen länger Minecraft. Ist das korrekt? Ja. Und ist dir da irgendwann mal etwas Unheimliches passiert, während du so gespielt hast? Was Unheimliches passiert? Irgendwie, was du dir nicht so erklären konntest? Ja, kann ich sogar zeigen. Ja. Ach, war das jetzt erst neulich? Nee, das passiert gelegentlich mal. Ach, warte mal ganz kurz. Interessant, ja. Aber manchmal, wenn ich so in den Ozean gucke, dann sind ja die ganze Zeit irgendwelche Tintenfische und Fische und die flackern so ganz schnell. Die spawnen die ganze Zeit. Ah ja, genau. Das ist aber ziemlich leicht zu erklären, denn... Ja, genau. Ich weiß ja, siehst du in meinem Livestream? Ja. Will ich? Schau mal da. Da spawnen die ganze Zeit irgendwelche Viecher und die spawnen, flitzen so, flackern richtig hier durch. Aber das sind halt keine Tintenfische, sondern das bin halt ich. Master of Teleportation? Naja, Herobrine bin ich eben. Achso. Und ich bewege mich halt mit unglaublich schneller Geschwindigkeit durch den Ozean da, weil ich Herobrine bin. Okay, das ist ein sehr tiefes Geständnis. Okay, ja, das wollte ich genau beichten. Aber bitte nicht aus Craft Attack, weil das wäre schlecht. Achso, warte kurz. Whitelist, remove. Nein, bitte nicht behalten. Ja, das war es eigentlich schon so. Ich finde das krass, Spark, oder? All die Jahre, man vermutet nicht ihn und dann ist es einfach Veto. Moin. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach jemand, den du kennst, ist Herobrine. Ja, das kann ich meinen Enkelkindern noch erzählen. Das ist echt cool. So, Kinners, also, check mal. Petrits Schiff ist abgebrannt. Alles, was noch steht, sind die Kisten. Mauer formt sich. Die Stadt formt sich. Ja, wird uns eben einfach angezündet. Ah, das Torhaus ist da. Also, es gibt auf jeden Fall wieder big, big progress. All in all, ne? Das ist schon ziemlich wild hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wirklich riesige Entwicklung hier, auch mit dem Torhaus. Richtig, richtig heftige Technik hier. Es ist alles unfassbar geil. Spark ist hier mit der Stadt richtig am Durchdrehen, was der hier gerade baut, ist wirklich wild. Du kannst aber, du musst über die Häuser nicht immer alle gleich bauen, Spark, ne? Nee, ich bin ja dran. Also hier vorne, die haben irgendwie so gepasst eine Reihe, aber das hier wird wieder anders. Ich zeig dir mal ganz kurz was, Matt. Ich zeig dir mal ganz kurz ein richtig geiles Mad Evil House, Spark. Darf ich dir eins zeigen? Du kannst mir ruhig eins zeigen. Das Problem ist halt, ob ich Lust habe, das nachzubauen. Ja, verstehe ich. Finde ich sehr, sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt so ein richtiges Stadthaus, ja, ne? Ja, das kommt aber weiter oben. Das ist schon zu groß für hier unten, weil das hat ja auch wieder drei Etagen. Das ist so auf der Höhe von der... Ja, genau, das untere, das kommt da eher hin. Aber der ist halt unten Stein und die Leute haben ja auch gesagt, dass wir nicht mit Stein bauen sollten oder da muss mehr Holz rein. Ich finde, ein bisschen Stein können wir schon, ist zwar teurer und so bla bla bla, aber ich finde, so ein bisschen kann schon sein. Ja, okay, ja, also, wie gesagt, weil das halt nur für die Reichen... Ich habe gerade das hier gezeigt. Overall, I think... So was ganz Simples, Kleineres halt ganz schön, ne? Die mit dem Holzmaterial müssen wir halt so ein bisschen gucken. Clem meint auch, Oak wäre vielleicht schon ein bisschen zu hell, also wir sind halt größtenteils mit Spruce und Dark Oak halt dran. Ja, mit dunkleren Materialien, genau, weil es halt so ein bisschen... Ich glaube, unbedingt Blackstone mit denen zu integrieren, aber ich finde, Blackstone ist irgendwie zu dunkel einfach, für die Gebäude zumindest, bei der Mauer aber geil. Aber ein paar Mal machen so, wieso nicht? Also ein Schmiedhaus zum Beispiel passt doch eigentlich ganz gut, ne? Ja, okay. Wieso lacht über meinen Hintergrund? Was soll das, Chat? Ich würde mich jetzt aufmachen, Leute. Ich bin für heute raus. Wir sehen uns morgen wieder bei Craft Attack und Pogwarts, Jungs.